man rennt gegen so eine Wand, die man nicht verschieben kann, dieses Ideal. Und eigentlich gilt es nur, sich umzudrehen und das freie Feld zu sehen, wo so viel drauf ist. Die episodenhafte Tragikomödie Wunderschön erzählt von verschiedenen Frauen, die sich auf ganz unterschiedliche Weise an Schönheitsidealen und dem Optimierungswahn abkämpfen. Ihre individuellen Geschichten sind dabei lose miteinander verknüpft. Frauke geht auf die 60 zu und findet sich nicht mehr begehrenswert. Ihre Tochter Julie will Model werden und versucht, ihren Körper nach dem Schönheitsideal der Branche zu formen. Julies Bruder Milan ist mit Sonja verheiratet, die nach 2 Schwangerschaften mit ihrem veränderten Körper hadert und in eine Lebenskrise gerät. Und Sonjas beste Freundin Vicky ist davon überzeugt, dass es das Beste sei, einfach Single zu bleiben, um sich gut zu fühlen. In Liebe bin ich nicht so gut. Ja, aber du machst es doch schon. Du liebst dich doch schon. So was sagt man doch nicht. Das ist doch einfach so viel. Du musst mehr arbeiten, du musst Sex haben, du musst deinen Körper akzeptieren. Ich bin aber nicht okay mit meinem Körper. Wunderschön ist nach SMS für dich und Sweethearts die 3. Langfilmregiearbeit von Caroline Herfurth. Auch hier hat sie wieder das Drehbuch mitgeschrieben und spielt eine der Hauptrollen. Per Videocall haben wir mit ihr über den Film gesprochen. Hallo Caroline, vielleicht kannst du erstmal ganz kurz umreißen, wie kam es eigentlich zur Idee für den Film? Ja, das mit dem ganz kurz umreißen, das tut mir leid, das dauert ein bisschen länger. Das ist tatsächlich eine längere Geschichte, weil ich habe dieses Thema beschäftigt mich und begleitet mich natürlich, wie wahrscheinlich die meisten Menschen, schon mein ganzes Leben. Und ich hatte ein sehr einschneidendes Erlebnis mit Nora Tschirner, durch Nora Tschirner, die ich kennengelernt habe, oder unsere Freundschaft begann sozusagen bei der gemeinsamen Dreharbeit zu SMS für dich. Und bei der Herausbringung für den Film haben wir ein gemeinsames Shooting gemacht. Und Nora meinte dann zu diesem Shooting, sie würde ungern in die typischen Schönheits- und Coolness-Posen gehen, die man so kennt von Leuten vor der Kamera. Und sie möchte gerne einen anderen oder überhaupt einen Inhalt erzählen. Und sie würde gerne sich auch nicht photoshoppen lassen. Und ich war so ein bisschen überrascht, weil ich dachte so, ich habe mich das irgendwie noch nie so gefragt oder habe das noch nie so kritisch hinterfragt und habe das immer ganz gerne auch gemacht und so und habe das einfach immer so hingenommen. Und sie zeigte mir dann den Fundraising-Aufruf von Taron Bramford zu dem Dokumentarfilm, den sie dann auch mit Nora zusammen produziert hat, Embrace. Und dieser Film und auch schon dieser Fundraising-Aufruf haben mich wirklich so tief berührt und richtig erwischt und haben tatsächlich die Wirkung gehabt, dass ich meine Einstellung zu meinem Körper und meinem Umgang damit und die Zeit, die ich darauf verschwende, meinen Körper zu optimieren, komplett verändert habe. Und dann saß ich eines Abends zusammen mit dem Chef von Warner Brothers Deutschland, Willi Geike, zusammen und wir haben uns eben darüber unterhalten, was treibt uns gerade um, was sind die Geschichten, die wir erzählen wollen. Und dann sagte er, mach doch mal einen Film darüber, warum Frauen sich nicht lieben können, weil was so schwer ist für Frauen, sich zu lieben. Und das hat es einfach so doll getroffen, dieses Thema. Und es war, dadurch entstand dieser Arbeitsauftrag und es ist ja ein sehr, sehr großes Feld. Und uns war deutlich, dass wir das nicht durch eine Figur allein erzählen können, sondern dass wir verschiedene Momente im Leben erfassen müssen und verschiedene Perspektiven, um dem gerecht zu werden. Und es wurde auch relativ schnell klar, dass es eigentlich ein Thema von allen ist und nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern. Und dass ob das Körperdruck nur ein Teil von diesem Leistungs- und Optimierungsdruck ist, mit dem wir uns eigentlich alle quälen. Genau. Und wie schwierig war es dann auch, sage ich mal, ne? Man hat ja im Film eben diese verschiedenen Altersschichten und diese individuellen Probleme, die ja alle, ne, den gleichen Kern haben. Und wie schwierig war es da auch für dich als Regisseurin, immer so die richtige Tonalität zu treffen? Tatsächlich ist es eine große Herausforderung aus diesen 5 verschiedenen Welten. Also wir haben schon in der Vorbereitung gemerkt, sowohl beim Schreiben als auch dann eben in der Vorbereitung zu den Dreharbeiten und auch in der Postproduktion, dass es gar nicht leicht ist, diese ganzen verschiedenen Tonalitäten, also erstmal diese 5 Welten zu erschaffen. In allen Departments hat sich das ausgedrückt. Sei es das Kostüm, sei es das Szenenbild, sei es die Organisation, wirklich alles. Also du merkst, das sind einfach 5 Welten, die da erschaffen werden müssen. Allein das Szenenbild, allein die ganzen Motive. Und dann das aber eben in einen gleichen Rhythmus zu kriegen oder in auch die emotionalen Bögen in den Geschichten selber, ne, dass es so, dass es trotzdem einen guten Rhythmus bekommt, das war tatsächlich eine der größten Herausforderungen an dem Film und aber auch eine der schönsten, weil es auch so unglaublich war. Du hast angefangen, wir haben angefangen, die Schule zu drehen, die Klasse, das war so das Erste und dann sind wir von der Klasse auf dem Baseballplatz, plötzlich war das so eine ganz andere Welt und dann waren wir danach in der Wohnung von Julie, dem Model, schon wieder so eine völlig andere Welt. Du hattest immer das Gefühl, du bist in so einem anderen Film drin. Das war so total irre einfach und schön auch, ne, dass du immer wieder diese Wechsel hattest. Also es hatte so seine Vor- und Nachteile. Also einmal Sex, das bin ich leider nicht. Ach so, ich will einen Tanzkurs mit dir machen. Ich muss nicht mehr machen, was du willst. Ich muss nicht mehr sein, wie du willst. Ich will einfach nur noch ich sein.
Und warum wollen die dich nicht mehr? Weil ich nicht richtig aussehe. Und wie sieht man richtig aus? Insbesondere bei Julie kam ja so dieser ganz krasse Selbstoptimierungswahn irgendwie durch. Also mit diesem unfassbaren Schönheitsideal. Und genau, das ist ja, darauf stößt man ja in der Gesellschaft irgendwie immer wieder an allen möglichen Stellen. Was glaubst du, woher kommt so dieser also extrem übertriebene Optimierungswahn bei vielen? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das liegt so ein bisschen an dem, was wir als, also ich habe das Gefühl, dass wir insgesamt als Gemeinschaft den Fokus nicht darauf legen, was ist das eigene Gefühl und das eigene Potenzial und die eigene Kraft und das auszubilden, sondern was muss ich erreichen, was habe ich zu leisten, was habe ich zu bringen. Und dieser Anspruch, der wird schon sehr, sehr früh, allerspätestens in der Schule, wird der schon sozialisiert und gepflanzt und anerzogen. Und ich habe das Gefühl, also wie gesagt, ich habe das lange nicht in Frage gestellt. Ich bin nicht mal in einem Haushalt groß geworden, wo viel darauf geachtet wurde, irgendwelche Ideale zu erreichen oder Normen zu erfüllen. Und ich bin sogar in einer Schule groß geworden, die dieses Leistungsprinzip in einer Waldorfschule gar nicht so hat. Und trotzdem habe ich so viel Zeit darauf verschwendet, mich zu optimieren und mich zu, also diesem Idealbild nachzueifern. Alle Bilder, von denen wir umgeben sind, schaffen eine sehr große Diskrepanz zwischen, also gerade wenn es jetzt um Körper geht, ne? Aber nicht nur, wenn es um Körper geht, aber eben jetzt befinden wir uns beim Körper, zwischen dem, was da gezeigt wird und zwischen der Wahrheit, die ich im Spiegel sehe. Oder auch bei anderen Menschen, wenn ich mich umgucke, ne? Und die ich da draußen auf der Straße sehe. Das hat einfach tatsächlich damit nichts zu tun. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass da ganz viel Energie verschwendet wird oder dass wir die ganze Zeit abgelenkt sind, eben etwas zu erfüllen, statt uns mit den eigentlichen Dingen, die uns erfüllen, zu beschäftigen, ne? Worum es eigentlich geht. So. Genau, das empfinde ich auch so. Und hast du irgendwie vielleicht so Tipps oder Mechanismen, wie man sich dem Ganzen auch entziehen kann? Also dass es sich eben, sage ich mal, nicht einen Großteil darum dreht, also wie sehe ich jetzt aus, wie kann ich da besser werden, wäre ich zum Beispiel da irgendwie sportlicher, wie kriege ich das hin, ne, dass das und das alles optimal ist, sondern eben wirklich so auf den Kern der Persönlichkeit und der eigenen so Wünsche und Bedürfnisse sozusagen. Ich finde das ganz wichtig, dass man das nicht auf einen egoistischen Individualismus runterbricht tatsächlich, sondern dass es immer um eine Gemeinschaft geht. Ich habe das Gefühl, das, was mein Leben wirklich ausmacht, ich liebe es immer noch, mich zu schön zu machen, mich zu stylen, ne? Aber es geht um 10% oder 5% meines Lebens. Das nimmt nicht 90% oder 100% meines Lebens ein. Meine Erscheinung ist nicht alles für mich. Mein Leben ist viel reicher und viel mehr geworden, seitdem ich anfange zu gucken, okay, was ist eigentlich mein Gefühl? Wenn ich ein ganz kleines Beispiel, ich habe letztens mein Bücherregal aussortiert. Und habe tatsächlich mich bei jedem Buch gefragt, okay, kommt da irgendwas aus meinem Bauch? Interessiert mich das? Will ich damit meine Zeit verbringen oder nicht? Wenn ich gemerkt habe, ich will damit keine Zeit verbringen, das interessiert mich eigentlich nicht. Ich habe nur so ein Narrativ in mir drin, der sagt, du musst es lesen, weil das muss man gelesen haben oder keine Ahnung, habe ich es einfach nur weggetan. Und dann in diese Gestaltung meines Bücherregals, dass dann nur noch die Bücher drin sind, auf die ich wirklich Bock habe, die Themen, die mich wirklich interessieren, wo ich merke, hey, da fängt es an, in mir zu britzeln. Ja, da geht mein inneres Feuer los. Darum, das ist das, was ich suche. Und das kann man genauso wie in diesem Bücherregal auch im Rest des Lebens machen. Welche Beziehungen sind das, die mich innerlich berühren und die mich irgendwie interessieren und die mich aufflammen lassen? Was sind die Dinge, die ich tue? Macht mir Ballett wirklich Spaß? Esse ich wirklich gerne Sushi? Was schmeckt mir wirklich? Was ist das, was mir ein Wohlgefühl macht? Womit fühle ich mich wohl? Worin fühle ich mich stark? Wo ist mein Potenzial, was ich dann wieder wirkungsvoll in die Gemeinschaft reinbringen kann? Mhm. Und Nora hat es auch immer so schön beschrieben, man rennt gegen so eine Wand, die man nicht verschieben kann, dieses Ideal. Und eigentlich gilt es nur, sich umzudrehen und das freie Feld zu sehen, wo so viel drauf ist, was man bespielen kann, wo man hingehen kann. Ne? Es geht ums Umdrehen. Und tatsächlich, so simple it is, keine Werbung angucken, Social Media wirklich, wenn nur die Kanäle, die einen wirklich interessieren, die irgendwie wirklich inhaltlich cool sind für einen, wenn überhaupt, weil da geht, wie wir ja gelernt haben, durch die Algorithmen geht es ständig nur um Werbung. Und keine idealisierten Bilder sich reinziehen, also Frauenzeitschriften oder was auch immer man da so konsumiert. Einfach nicht machen. Einfach nicht sich stressen. Genau, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Wenn man erstmal bei Social Media, also alles killt, was einem ein negatives Gefühl gibt und seine, ne, sage ich mal, zum Beispiel seinen Feed so sortiert, dass man immer nur bestimmte positive Sachen hat oder so, das hilft zum Beispiel schon, genau. Total, wobei ich bei Social Media immer doch trotzdem skeptisch bin, weil ich das Gefühl habe, der Inhalt, den ich da sehe, den suche ich ja gar nicht selber aus, der wird mir halt durch einen Algorithmus bespielt und diese Bubbles, die dadurch entstehen, die finde ich auch auf eine andere Art ganz schön gefährlich für uns. Deswegen sehe ich Social Media auch immer so ein bisschen mit Skepsis an und ich finde, solange wir das Internet nicht wirklich
regulieren können, so wie wir jede Zeitschrift regulieren würden, jede Zeitung regulieren durch Gesetze, finde ich das mit großer Vorsicht zu betrachten. Ja, genau. Und noch ganz kurz zum Abschluss die Frage, was würdest du sagen, können die Zuschauer aus dem Film Wunderschön so für sich mitnehmen? Ich hoffe Entspannung. Ich hoffe Entspannung und die Frage, hey, was ist es, was mich ausmacht und was mein inneres Feuer anzündet? Was ist es, womit ich wirklich Zeit verbringen will? Und wo verschwende ich meine Zeit? Alles klar. Dann ja, drück dir die Daumen für den Film und genau. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ja, ciao. Ciao. Ich finde, du siehst schön aus. Da ist er damit, oder? Ja, habe ich auch gedacht.